Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch ja zu einem Nachtrag vom Black Friday. Ja, ich drücke auf Videoaufnahme und der Kater kommt. Ich weiß nicht, was mit dem ist. Die ganze Zeit kommt er nicht. Da liegt er da und pennt. Wenn ich Videos nicht mache, dann kommt er an. So. Habe ich einmal, weil ich habe Otto Abguthaben noch gehabt und Otto hat mich informiert, dass mein Abmitgliedschaft bald abläuft. Also jetzt müsste sie abgelaufen sein. Und dann musste ich die Punkte noch schnell einlösen. Ich habe zwei Weihnachtskalender geholt, wobei einer storniert wurde. Ich habe einmal diesen Playmobil-Weihnachtskalender geholt. Für die Kleine. Museum oder was das sein soll. Ja, Museum mit einem Verbrecher und einem Security-Kraft. Dann habe ich einen geholt mit, also der hat mich jetzt gekostet, anstatt 14,99. Ich habe ja durch Otto ab gratis Lieferung. Aber nur halt bei Otto direkt habe ich jetzt bezahlt 4,99. Ich konnte nicht auf null machen, weil muss ein bisschen was muss ich bezahlen wohl. Habe ich 4,99 bezahlt für die Kleine. Und für die Große hatte ich einen bestellt. Der hat auch 4,99 gekostet. Also eigentlich mehr, aber durch Otto ab. Also 14,99. Ich habe dann 4,99 bezahlt. Habe ich aber wieder zurückerstattet gekriegt. Der wurde storniert mit Socken drin. Hatten sie nicht mehr. Naja. Dann habe ich bei Otto noch einen Controller geholt. Black Friday Angebot anstatt 76 oder 79, was die ja kosten, 34,99. Ja, 34,99. Ich habe 10 Euro Otto Abguthaben eingelöst, habe 24,99 bezahlt. Gratis Versand natürlich. Und sag mal, für 24,99 kann man mitnehmen. Wobei mir ja einer kaputt gegangen ist. Ja, da ist das ganz gut. Dann habe ich noch eine Gitarre bestellt, die ist auch schon gekommen, aber die habe ich schon weggebracht. Das ist das Weihnachtsgeschenk für die Große, eine Bassgitarre. Die kann ich euch leider jetzt nicht zeigen. Die wäre auch viel zu groß und die ist noch verpackt, die packe ich nicht aus. Leider habe ich sie nicht zum Black Friday gekriegt, die habe ich nach dem Black Friday geholt, ein paar Tage danach. Weil ich habe immer neu oft, dass sie beim Black Friday runtergesetzt wird, wurde sie nicht. Und dann hatte ich noch ein bisschen Restguthaben. Ich habe gut gewirtschaftet. Und da habe ich mir die Fire TV Pro Fernbedienung geholt. Habe die im Schlafzimmer angeschlossen, also gekoppelt. Funktioniert auch super. Problem ist, wenn, ich weiß nicht, ob es nur bei mir so ist, könnt ihr mir ja gerne helfen. Wenn ihr zwei von den Pro Fernbedienungen habt, meiner sucht die nicht. Also im Wohnzimmer funktioniert super, wenn ich sage, sucht die Fernbedienung, bumm. Wenn ich sage, drüben Fernbedienung 2 suchen, ne. Dann habe ich die umbenannt, Fernbedienung Schlafzimmer. Nö. Also wenn ich sage, A-Punkt, such Fernbedienung Schlafzimmer. Nö. Wenn ich sage, A-Punkt, wo ist Fernbedienung Schlafzimmer, da macht er, glaube ich, was. Alexa, suche Fernbedienung Schlafzimmer. Gerätesuche wird gestartet. Ja, dann kommt Gerätesuche. Das kann einen Moment dauern. Schalte deine neuen Geräte jetzt ein und rufe gegebenenfalls den Kopplungsmodus auf. Alexa, wo ist Fernbedienung Schlafzimmer? Dein Fernseher muss eingeschaltet sein, damit du den Remote Finder nutzen kannst. Ach so, jetzt schalte deinen Fernseher ein und frage Alexa, stopp. Der ist nicht gestartet, der Fernseher drüben, da ist ja immer, da mache ich die Steckdose aus. Wenn ich im Schlafzimmer bin und penne oder so im Schlafzimmer bin und den Fernseher brauche, ist die drücke ich den Knopf und dann ist der Fernseher, Fire TV, Soundbar, ist alles aus, tot. Ja, frisst weniger Strom. Jedenfalls, das funktioniert bei meiner nicht wirklich richtig so, aber halbwegs schon. Aber die Tasten beleuchtet und abends wird besser und man hat hier die beiden Zusatztasten. Das ist schon ganz cool. So. Und das war's eigentlich. Mehr habe ich nicht nachzutragen vom Black Friday. Ich warte noch auf ein oder beziehungsweise zwei Temu-Pakete. Eins ist ja schon gekommen. Da sind nämlich noch Weihnachtssachen drin. Für die Große, für die Kleine, für Frau. Und was für das Auto und was für... Nee, für dich ist diesmal nichts mit bei. Für dich habe ich woanders geholt.
Achso, und bei Action habe ich noch drei Bretter geholt, drei Schneidebretter. War auch am Black Friday, war aber nicht runtergesetzt. Die waren, eins hat 1,99 gekostet und die anderen beiden, die war dickeren, die haben 3,99 gekostet oder so. Ich brauchte neue Bretter für die Küche. Ja. Schneidebretter. Auch zum Anhängen und so. Ja, das, wegen der Platz kommt dann an der Wand hier an. So, aber nichtsdestotrotz bin ich jetzt weg. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, Däumchen wären Träumchen. Ich werde euch alle natürlich in die Videobeschreibung verlinken. Wir sehen uns. Bis dahin. Ahoi, sagt euer Odin.